Ja, mein Name ist Harald Koberg. Ich bin beim Verein Ludovico zuständig für digitale Spiele. Das heißt, ich mache dort eben alles, was Video-, Computer- und Konsolenspiele angeht. Und wir sind in unserer Arbeit draufgekommen, dass Graz einfach ein großer Event in dem Bereich fehlt und haben uns mit vielen Leuten zusammengetan, um zu versuchen, da was zu organisieren, was auf die Beine zu stellen. Und unsere Idee ist eben ganz stark zu zeigen, wie viel Kultur da dahinter steckt, wie viele unterschiedliche Richtungen sich entwickelt haben, wie viel Kreativität, wie viel Soziales mit den Spielen in Verbindung steht und dass das eben nicht nur ein Kinderunterhaltungsmedium ist, sondern dass das erwachsen geworden ist und dass es da eben sehr viele spannende Aspekte gibt, die wir hier auch zeigen wollen. Das ist ja eine große Bandbreite. Übrigens, ich habe nachgeschaut, letztes Jahr waren ja schon über 500 Besucher. Ne? Außerdem habe ich die Johanna Birka hier gesehen. Das heißt, die ist sogar Hightech hier. Ne? Was wird heute noch an Events sein oder an Schwerpunkten, wo man sich anschauen sollte? Ja, heute sind jetzt einmal zwei große Turniere gerade angelaufen. Einerseits haben wir ein League of Legends Turnier zum ersten Mal, dass das in der Steiermark wirklich offline, also mit zwei Teams, die real vor Ort sind, gespielt wird. Wir haben das größte steirische Super Smash Bros. Turnier gerade gestartet, das mit 42 Startern im Einzel eine Dimension hat, die es bislang noch nicht gegeben hat. Das ist sicher spannend zum Zuschauen. Aber natürlich gibt es auch sehr viel, was man tun kann, wenn man nicht am Kompetitiven interessiert ist. Wir haben Entwickler-Talks von Game Dev Graz, das heißt, da gibt es wirklich dann Vorträge über Spieleentwicklung. Es gibt auch Indie-Insights, wie wir sie nennen, wo man so im Kleinen sich ein bisschen hineinschauen kann in die Spieleentwicklung und natürlich alles andere von der spielbaren Zeitreise quer durch die Computerspielgeschichte. Wir haben ja sogar schon die animierten Sessel gesehen. Ne? Die Eva, die Kamerafrau, ist sofort eingeladen worden, eine Runde zu fahren. Wir wussten übrigens gar nicht, dass die in Graz entwickelt und produziert werden. Also Graz bietet ja viel mehr, als wahrscheinlich die meisten Grazerinnen und Grazer auch wissen, ne? Richtig, das ist das Spannende, dass das mehr bietet, als wir sogar teilweise wissen. Zum Beispiel, diese Sessel sind ein gutes Beispiel. Wir haben am Dienstag hier schon aufgebaut, da bekomme ich einen Anruf und der erzählt mir, ich bin in Graz und baue diese Sessel. Ich bin sofort mit dem Fahrrad rausgefahren und habe Probe gesessen und bin Probe gefahren und habe gesagt, ihr müsst unbedingt dabei sein. Also das ist auch das Schöne, dass man merkt, was es alles gibt und dann immer mehr Leute auch zusammenbringt, die eigentlich auf unterschiedliche Weisen die gleiche Begeisterung teilen. Also ich kann nur sagen, ich war in der Vergangenheit auch immer bei diesen Game Dev Days, ne? Die haben ja vor 3-4 Jahren schon begonnen, ne? Und ich finde es ja total cool eigentlich, dass eigentlich die Johanna jetzt sogar hat Studienschwerpunkt, sie ist ja Dissertantin und macht ja einiges, ne? Das heißt, ich glaube, kann man sogar einiges über Wertschöpfung machen, also nicht nur, dass Leute eigentlich hier spielen, das genießen, sondern dass, glaube ich, das sogar auch ökonomisch relevant ist. Richtig, das ist eben auch was wir zeigen wollen, dass es natürlich auch ein Gebiet ist, wo man sich wirklich aktiv beruflich auch einbringen kann. Es ist natürlich ein hartes Pflaster, weil sehr viele Leute Spiele machen wollen, aber das beweist ja die Johanna, es gibt eine Szene in der Steiermark und in Österreich und es gibt auch immer wieder erfolgreiche Spiele, wo es wirklich Leuten dann gelingt, beruflich in diese Welt einzusteigen. Dann sage ich herzlich danke für diese gute Einleitung. Wir werden jetzt eine Runde machen und werden ein bisschen etwas zusammenschneiden und schauen, dass unsere ganzen Viewer ein bisschen einen vernünftigen Eindruck von dem ganzen Event bekommen. Danke dir. Dankeschön. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.